So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video oder ein Tutorial besser gesagt, und zwar ein FMC-Tutorial. Irgendwie macht der gerade nicht, was er soll. Ein FMC-Tutorial. Und zwar vom A320 von Airbus X-Extended. Wir stehen hier in Frankfurt. Ja, vielleicht sieht. Mit dem A320. Ja, und ich wurde angeschrieben, dass einer Probleme hat mit dem FMC. Und da ich am Anfang auch große Probleme damit hatte, habe ich mir gedacht, mache ich doch mal ein Tutorial und helfe damit vielleicht auch noch anderen. Also, hier, ich habe, um mal genau zu erklären, was ich gemacht habe, ich habe hier auf Aircraft State und dann Cold and Dark geladen. War alles aus, dann bin ich ins Overhead Panel, hat die Batterien angemacht, externe Power connected und die Emergency Lights auf Arm. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Ah, doch, und die IIS Selector habe ich auf NAV gedreht. Wenn man das gemacht hat, das war eigentlich soweit das Nötigste. Na, ich hätte jetzt hier noch Licht, aber das ist unwichtig. Nachdem ich das gemacht habe, kann ich wieder runtergehen. Mache ich hier mal die Displays an. Man sieht, ist noch alles aus. Und hier IR in allen 5 Minuten. Das heißt, die IRS Selector sind in 5 Minuten da. Das heißt, in 5 Minuten haben wir hier meine Map. Hier meinen künstlichen Horizont und alles Mögliche. Aber soweit können wir schon mal anfangen mit dem Eingeben. Jetzt steht hier noch A320-214, ist der Flugzeugtyp. Hier die Engines, also das ist CFM 565B4, das sind die Engines, ich glaube von CFM ist von, keine Ahnung, nicht von Rolls-Royce, ich glaube das ist ein Zusammenschluss von mehreren, keine Ahnung. Und hier Active NAV Data Page, eigentlich die Informationen, die hier draufstehen, sind relativ uninteressant. Hier steht jetzt Reset IRS to NAV, haben wir gerade gemacht. Radio anmachen brauchst du nicht unbedingt. Wenn man das hier hat, gehe ich auf Init, die Init Page, dann sind wir hier. Und dann steht hier From to. Und dann muss ich hier die ICAO-Codes von den beiden Flughäfen eingeben, also von Frankfurt, EDDF. Nach wird hier durch ein Slash getrennt. EDDH. Kommt dann hier hin. Dann zurück. Dann hier Flugnummer, kannst du irgendwas, kann man irgendwas eingeben, das ist eigentlich ziemlich egal. Es macht auch nichts, wenn das leer bleibt. Kostindex, das ist immer unterschiedlich, da kann man googeln. Ich nehme, also kann man googeln, A320 Lufthansa Kostindex. Ich mache beim A320 standardmäßig eigentlich immer 30. Und dann Cruise Flight, das steht oft dabei, und hier muss man dann die Flughöhe eingeben, die man haben will, also die Reiseflughöhe. In dem Fall 290. Auf der Seite steht 29.000 Fuß, und das ist Flight Level 290, also 290. Und das drückt man dann hier rein, dann tut er automatisch die Außentemperatur berechnen. Anschließend geht man auf Orion IRS, auch wenn die noch nicht da sind, hier geht das, im Gegensatz bei Boeing, da geht es ja nicht. Drückt man hier auf die Next Page, dann kann man hier den Block eingeben, den kann man ja über den Fuel Planner oder Loading Planner machen. Habe ich nicht, ich drücke jetzt einfach mal 5.8. Man muss dann beladen und da steht dann unten im Rot Block. Wenn man den hier eingibt, dann macht der quasi automatisch den Rest. Wenn man hier jetzt auf Weiter geht, sieht man, mehr kommt nichts mehr. Und ja, deswegen ist man mit den Schritten erstmal weg. Als nächstes geht man auf F-Plan. Dann haben wir hier jetzt EDDF, unser Departure, und EDDH, unsere Arrival. Und meine Route, ich glaube, die blende ich mal irgendwo ein. Die ist Tobac N858, Swan T201, Robel T200, Rudak. Und jetzt gehe ich auf EDDF Departure, kann mir hier eine Runway auswählen.
Gibt mehrere Runway, 07 Center, 07 links und 07 right, ist hier im FMC so drin. In meiner Scenery ist die 07 Cent, also gibt es die 07 Left noch nicht. Das ist die neue dritte Startbahn. Vierte insgesamt, dritte parallele Startbahn. Und da ist es noch alles wie die alten. Das heißt, die 07 Center muss ich nehmen, wenn ich über die linke Bahn starten will. Also über die, das sind ja zwei parallele Bahnen in der Mitte. Mittlerweile drei. Und da muss ich nehmen, um heute die mittlere ist 07 Center, aber die war ja früher die linke. Deswegen muss ich die nehmen. Das glaube ich, blende ich auch mal ein. Auf jeden Fall wähle ich hier dann irgendeine Runway aus und natürlich dementsprechend dem Wind und die gerade aktiv ist. Muss man sich dann ein bisschen erkundigen. Ich nehme jetzt einfach mal 07 Center, weil es ganz oben steht. So. Dann zurück. Also, DDF, Departure 07 Center. So, da sind wir, Departure from ADDF. Und in meinem Flightplan steht als erstes TOBAC. Das heißt, ich gehe, und das ist nicht ein Punkt, sondern TOBAC ist in dem Fall die SID, Standard Destination Route. Und hier steht zum Beispiel ANEC 2 Echo oder BIPT 3 Echo. Und ich kann jetzt hier mal runtergehen. Hier. In meinem Flightplan steht TOBAC. Und hier steht TOBA 7 Echo und TOBA 8 Delta. Und wenn ich jetzt hier auf TOBA 7 Echo drücke, dann hat er die hier drin. Transformer haben wir gar keine. Gehe ich auf Insert. Und jetzt steht hier TOBAC drin. Mein erster Luftpunkt in meinem Flightplan ist hier jetzt drin. Und das hier ist die Route, die wir von der Runway aus fliegen. Das ist eine Standard Destination Route, die ich so vorprogrammiert. Das ist ein Standard Abflugverfahren. Die fliegt jedes Flugzeug, die diese Route wählt, bis TOBAC. Und erst ab da wird dann die nächste Ding gewählt. Die nächste, ja, die nächsten Routen. Da sieht man hier mal unsere Runway. Hier ist der Flughafen, die Runway ist hier. Und TOBAC ist da, Moment. Hier, da ist TOBAC. Und mit dieser SID ist jetzt automatisch vorprogrammiert, dass wir erst geradeaus flogen bis DF 149. Dann eine Linksdrehung zu MTR und dann nochmal nach links zu TOBAC. Das ist damit automatisch drin. Und wenn ich jetzt hier weitermachen will, dann gehe ich einfach auf TOBAC und dann auf Airways. Dann ist hier VIA. Da gebe ich jetzt, was nach TOBAC steht. In dem Fall N858. Ach Quatsch. Gehe ich bei VIA ein. Und dann erscheint hier TU. Und da steht bei mir jetzt SVOLM. Also S W A L M. Das kommt bei TU rein. Und das ist relativ wichtig, das kann man ganz gut erkennen. Man muss eigentlich selbstständig unterscheiden können, was ist ein Airpoint, also ein Luftpunkt, und was ist eine Airway. Das geht relativ leicht, denn Luftpunkte sind immer nur mit Buchstaben. Und Luftstraßen sind immer mit Buchstaben und Zahlen. Bei meiner Route ist es gerade recht leicht, dass das immer abwechselnd. Das heißt, ich könnte jetzt hier einfach weitermachen. Danach steht T201. Da sehe ich, es ist kein Airpunkt, Luftpunkt, weil da sind Zahlen drin. Also gehe ich hier ein T201.
201 und nur das kommt bei VIA rein, dann erscheint hier wieder TO. Wenn ich jetzt aber mal das Problem habe, dass in meiner Route die nicht abwechselnd sind. Wenn er jetzt zum Beispiel nach Tobak als nächstes nicht N858 stehen würde, sondern gleich Swalm, dann muss ich hier einfach nicht auf Airways gehen, wenn ich hier bei Tobak bin. Also dann gehe ich ganz normal hier auf Tobak und dann hier nicht auf Airways, sondern hier steht Next Waypoint. Das heißt, hier gehe ich dann gleich Swalm ein. Zack. Und dann hier bei Next Waypoint rein. Und dann sieht man hier, dann fliegt der automatisch direkt von Tobak aus nach Swalm. Das sieht man hier. Da ist Tobak, da ist Swalm, da fliegt er direkt hier hinter. Genauso kann ich dadurch allerdings auch meine Route extrem abkürzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gleich den Punkt nach T201 wäre Robel. Das heißt, wenn ich gleich hier Robel. Ach Quatsch. Wenn ich hier gleich bei Tobak als nächstes dann Robel eingebe. Hier. Dann sieht man, ist die Strecke schon deutlich länger. Na. Da fliegt er mich gleich bis ganz nach da oben. Und da kann man jeden beliebigen Punkt, der existiert, eingeben. Und auch wenn er am Arsch der Welt, am Ende der Welt liegt. Während wenn man hier über das Airways das macht, kann ich jetzt zum Beispiel nicht nach N858. Ist ja die erste Luftstraße nach Tobak. Und hier würde jetzt Swalm kommen. Wenn ich jetzt hier mal versuche, Robel direkt einzugeben, könnte das in dem Fall eventuell sogar klappen. Nein. Kommt hier not allowed. Der Grund dafür ist nämlich, das FMC sucht sich jetzt Punkte, die an dieser Luftstraße N858 liegen. Das wäre in dem Fall Swalm, dass da liegen würde. Bis wohin es fliegen kann. Aber Robel liegt gar nicht an dieser Luftstraße und deswegen kann er es nicht finden. Deswegen kann man das so nicht eingeben. In dem Fall müsste man dann auf Return, Next Waypoint Robel und dann würde es gehen. Genauso kann man auch nicht bei VIA Swalm eingeben. Das ist nämlich ein Luftpunkt und keine Luftstraße. Wenn ich hier jetzt Swalm eingeben würde, kommt Waypoint. So, Airway, Waypoint, Mismatch. Das heißt, er erkennt, es ist ein Luftpunkt, aber es ist keine Luftstraße. Aber er braucht ja eine Luftstraße, deswegen geht nicht. Das heißt, ich müsste in dem Fall dann von Tobak aus die Route, damit es klappen würde, eingeben. N858, hierhin, dann Swalm. Dahin, dann T201 nach VIA, weil es wieder eine Luftstraße ist, dann Robel, dann T200, anschließend Rudak. Na da. So. Na da. Na verdammt. So müsste ich die Straße, müsste ich das alles richtig eingeben, damit es klappen würde. Und Rudak ist auf der, auf dem, ja, auf, in meine Route, der letzte Punkt. Also gehe ich auf Insert. Dann sehen wir hier,
Das sind lauter Punkte, die gar nicht bei mir drin stehen. Zum Beispiel Tasto, Sopla, Lelma, Oskat. Guten Tag schon wieder. Die stehen nicht drin. Aber die werden automatisch damit eingefügt, dass ich zum Beispiel T200 schreibe. Und das sind eben Punkte, die auf dieser Airway T200 liegen. Das sieht man ja auch hier, ist die Luftstraße T200, Sopla T200, Oskat. Die kann man eben beim Eingeben weglassen, aber das FMC macht sie automatisch dazu. Und dadurch wird das eben meistens noch ein bisschen länger. Abito und sowas. Und deswegen muss man immer nur Übergänge eingeben. Wenn man hier zum Beispiel sieht, Marquez hatten wir nicht drin, Rubel aber schon. Abito hatten wir auch nicht drin. Nach Rubel ändert sich die Luftstraße von T201 auf T200. Ich könnte jetzt nicht Abito eingeben, wenn ich davor Zweim hatte. Zweim war hier, das hier. Ändert sich wieder. Also immer wenn die Luftstraße sich ändert, muss ein Wegpunkt hin. So, kann man sich ja hier jetzt mal anschauen. Das hier ist meine Route. Hier wunderschön hoch nach Hamburg. Nach Berlin-Tegel. Entschuldigung, nach Tegel fliege ich. Hab ich es falsch eingegeben. Jetzt steht hier unten EDDH. Damn, fail. Da hat die eine Hand nicht gewusst, dass die andere macht. Aber ich, wenn ich bei EDDH bin, muss ich auf... also jetzt, in dem Fall wird das schlecht gehen, weil Rudak ist hunderte Kilometer von Hamburg entfernt. Meistens ist der letzte Punkt irgendwo in der Nähe des Zielflughafens. Dann gehe ich einfach auf EDDH. Arrival, wähle eine Runway aus, entweder ILS, also Instrumentenlandesystem. Wenn ich die ausgewählt habe und ich bin im Einzugbereich des Cursors, des Glide Slopes und des, also des ILS Landepfads, wird er automatisch, und das Approach Phase ist aktiviert, wird er automatisch das aktivieren und auf die Runway einschwenken quasi. Wenn ich vormache, das heißt Visual Approach, dann wird das nichts machen. Dann müsste ich alles von Hand machen und mit Hand anfliegen. Und NDB, habe ich keine Ahnung, was das heißt. Ja, AirNav. Und hier kann man unten, kommen dann auch die ganz normalen Runways ohne irgendwelche Vorsätze. Ich mache meistens ILS. Weil es ganz praktisch ist, wenn das Flugzeug sich automatisch auf die Runway ausrichtet, ich den Autopiloten deaktiviere, dann manuell lande. Auf jeden Fall müsste ich hier jetzt zum Beispiel ELS 1.5 wählen. Und dann habe ich jetzt die Wahl. Entweder ich gehe direkt auf Insert, das geht auch. Also gehe ich direkt, Moment, also ich habe jetzt zwei Wahlen. Entweder ich wähle eine Star aus, mache ich mal so rum, entweder eine Star. Dann müsste ich hier wieder gucken, was ist mein letzter Punkt, in dem Fall Rudak. Das werde ich hier nicht finden, weil Rudak ist für Tegel, nicht für Hamburg. Hier, aber wenn jetzt zum Beispiel mein letzter Punkt Nolga oder Rarun oder, keine Ahnung, Bokma, die letzte, hier, Bokma, Nolga oder Rarua, keine Ahnung. Wenn zum Beispiel mein letzter Punkt Bokma war, dann müsste ich hier auf Bocken 1 Alpha, das ist meine, ist da, und dann auf Insert. Und dann im Flightplan schauen, ob ich irgendwo ein Disconnect habe, den dann rausmachen. Oder ich gehe direkt hier auf ILS 1.5, direkt auf Insert. Dann sieht man hier, haben wir hier ein Disconnect. Wenn man sich jetzt mal hier hier ist Rudak. Und hier hinten ist Hamburg. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wenn sich das jetzt mal anschaut, wenn ich dieses ILS, zack, ILS 1.5 eingegeben habe, dann habe ich, hier ist die Runway davor, zwei Punkte. Diese Punkte
Also diese, ja, in diesen Punkten ist quasi der Gleitpfad drin. Und hier ist jetzt bei Devo, Devot, steht hier hinten auch 3000, Altitude 3000, das heißt 3000 Fuß. Heißt, hier müssen wir auf 3000 Fuß sein, dann capt er automatisch den Localizer und führt uns hier und den Localizer und den Gleitslope und führt uns automatisch zur Runway runter. Wenn ich jetzt wenn ich das jetzt über die Star gemacht habe, da gehe ich jetzt mal auf Second Flight Plan. Muss ich jetzt alles normal eingeben? Oder auch nicht? Ah, verdammt, jetzt hat er den ersten kopiert. Schon habe ich die. Ja, nein. Jetzt gehen wir EDD. T F nach E D D T ein. Wieder 290. Next Page. Jetzt hat er noch drin. Flightplan EDDF. Departure 07 Center. Nicht Arneck. Ich will denk gerade ein bisschen. Der Turbo. So, jetzt mache ich mal hier, um das ein bisschen abzukürzen. Turbo, Next Waypoint, Rudak. So, also wenn wir das jetzt bis hierhin eingegeben haben, die Route, da steht hier EDT, gehen wir da drauf, Arrival, ILS 08 links, dann suchen wir uns hier Rudak, hier Ruder für Zulu, gehen wir auf Insert, und dann hier mal ein bisschen runter gehen. Haben wir hier noch eine Disconnect. Mal raus. Und dann sehen wir mal, das sind hier nicht nur die ersten zwei Punkte, sondern gleich schon Leer Sea und so. Zwischenpunkte Richtung Rudak. Wenn ich direkt ILS 08 links eingewählt hätte, dann wäre Lassie nicht drin. Da wäre das ein direkter Weg nach Liquibar. Eigentlich ist es vollkommen egal, wie man es macht, je nachdem, wie man es will. Auf jeden Fall, wenn man den Flightplan dann vollständig hat, ist man eigentlich schon fertig. Muss dann noch bei Perf hier noch mit. Je nachdem, mit wie viel Flaps man starten will, ich gebe hier eine 2 ein, weil ich, wenn dann mit Flapstufe 2 starte, das heißt, wenn die Flaps hier unten sind. Wenn ich jetzt nur mit einer starten würde, müsste ich hier 1 eingeben. Kann man auch mal drauf achten. Jetzt ist V1 139 Knoten, V-Rotate 146 Knoten und V2 147 Knoten. Wenn ich mit Flaps 2 starte, ist das alles ein bisschen geringer. Noch zur Information, V1. Ab dann können wir den Start nicht mehr abbrechen, da sind wir zu schnell, damit die Landebahn noch ausreicht. V-Rotate oder V-R. Ab dann haben wir genug Auftrieb, ab der Geschwindigkeit, um zu abzuheben. Und V2 ist die minimale Steiggeschwindigkeit. Das heißt, wenn wir noch langsamer als 141 Knoten fliegen, können wir nicht mehr steigen. Sondern ja, würden quasi an der Höhe bleiben. Das heißt, man muss mindestens über 141 Knoten schnell sein, um in den Himmel zu kommen. Ja, und ansonsten war es das jetzt eigentlich. Das nächste wäre jetzt wegfahren vom Gate, Taxiing zum
zur Runway. Auf dem Weg dahin muss man eben dann noch hier die Flughöhe einstellen, die man angegeben hat, 29.000 Fuß. Dann kann man getrost fliegen. Das werde ich jetzt nicht machen. Das war es jetzt erstmal mit mir, mit diesem kleinen Tutorial, das relativ ausgeartet ist, aber ich hoffe, es konnte euch helfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, beantworte ich wirklich gerne. Auch weil ich weiß, dass ich auch am Anfang sehr, sehr viele Probleme mit FMC hatte generell. Ich kann auch gerne mal ein Tutorial vom FMC mit Boeing machen, das ist wieder ein bisschen anders. Das ist Airbus, da gibt es relativ große Unterschiede. Wie gesagt, wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, ich konnte einigen helfen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Ben2740. Ciao.